Was hat dich denn schlussendlich dazu gebracht, zur Polizei zu gehen? In erster Linie halt für die Kinder, weil was wäre, wenn er es wirklich durchgezogen hätte? Und ich das als leere Drohung gesehen hätte, wäre mit den Kindern heim. Was hätten die Kinder dann vorgefunden? I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Letztes Jahr habe ich Annika getroffen. Sie hat sich kurz davor von ihrem gewalttätigen Partner getrennt. Und seither hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Denn Frauen in Deutschland werden immer häufiger Opfer von häuslicher Gewalt. Deshalb treffe ich heute Madeleine. Sie arbeitet in einem Frauenhaus und ich besuche sie und eine der Bewohnerinnen. Wo sich das Frauenhaus genau befindet, muss natürlich geheim bleiben. Und deswegen muss die Kamera jetzt kurz aus. Willkommen bei Follow Me Reports. Hallo, ich bin Madeleine. Hanna, freut mich. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Wir sind gerade bei der Teamberatung. Ich würde euch einfach bitten, mitzukommen. Hallo. Was müsst ihr denn jetzt heute alles besprechen? Ich war gerade dabei zu berichten von der Frau, die heute auch ausziehen würde, dass also am Freitag bei Gericht der Gewaltschutzantrag durchgegangen ist. Sie hatte noch mal eine Anhörung beim Richter. Dann am Freitag beschlossen, dass sie die Situation noch mal abwartet. Auch wie verhält sich ihr Ex-Partner, wenn er den Beschluss auch bekommt. Das war aber soweit ruhig, hat sie mir heute Morgen schon erzählt. Und deswegen kann sie jetzt auch heute ausziehen. Wie lange bleiben die Klientinnen in der Regel bei euch? Manche Frauen bleiben quasi nur ganz kurz. Also da gibt es eine Krisensituation und sie brauchen erst mal den Schutz. Und Frauen, die aber eine neue Perspektive für sich suchen, die bleiben mehrere Monate bei uns. Kann das auch sein, dass jetzt heute eine Frau anruft, die dann am Nachmittag hier einzieht? Oder? Ja. Ja, okay. Genau, dass sie gerade eben auch von zu Hause aus anruft und sagt, mein Mann kommt in einer Stunde zurück oder so. Und dann gucken wir auch sehr zeitnah, dass sie dann einziehen kann. Darf ich so eine kleine Führung sehr gerne durch das Haus? Wenn sich der Täter Frau jetzt wieder nähern würde, ja. Wie schnell würde die Polizei dann reagieren? Also wenn die Polizei das weiß und Frau Telefon auch sagt, es gibt einen Gewaltschutzantrag, dann ist sie innerhalb von wenigen Minuten auch in der Situation vor Ort. Die Polizei stellt dann nur wieder den Abstand her in dem Sinne. Okay. Und dann liegt es wieder an Frau zu sagen, ich gehe zu meiner Anwältin, wir melden dem Gericht, er hat gegen die Auflagen verstoßen. Was sagst du dazu? Das ist halt dann eine Ordnungswidrigkeit, er kriegt ein Bußgeld. Und das wirkt dann so ein bisschen wie nur halbherzig. Angenommen, ich rufe jetzt an und sage, mein Mann hat mich mehrfach geschlagen. Mhm. Ich habe Angst, dass er mich das nächste Mal totprügelt. Mhm. Ich muss weg. Wie würdest du darauf reagieren? Ist dein Mann gerade da? In welcher Situation bist du jetzt gerade? Wenn dann sich herausstellt, du bräuchtest Schutz und zwar gleich, verabreden wir meist einen Treffpunkt an einem öffentlichen Ort. Da können wir auch schon mal schauen, ist sie wirklich alleine gekommen oder wird sie vielleicht von jemandem verfolgt? Was viele Leute aus unserer Community gefragt haben, war, wie gefährlich das manchmal auch werden kann. Da gibt es auch Momente, wo es schon mal so war, dass irgendwie ein Täter die Adresse rausgefunden hat und hier vor der Tür stand. Und dann wird es auch für uns gefährlich. Würdest du sagen, das ist das Unangenehmste an deinem Job? Was für mich am schwierigsten ist, ist, wie das Thema in der Öffentlichkeit präsent ist, nämlich viel zu wenig. Dass das auch zum Beispiel bei Gericht oder bei der Polizei ernst genommen wird, dass Frauenhäuser immer wieder um die Existenz kämpfen müssen. Das sind Dinge, die meine Arbeit schwer machen. Wie ist denn die Frau, die wir dann nachher gleich besuchen, zu euch gekommen? Hat sich Hilfe beim Jugendamt gesucht. Sie hat auch die Polizei informiert, die haben auch sofort reagiert, weil er eben schon dort sehr bekannt war. Warum oder wofür? Wegen schwerer Körperverletzung, wegen Waffenbesitz, Drogenmissbrauch. In welchem Zustand war Frau, als sie zu euch gekommen ist? Sie war eben sehr kaputt, weil sie war schon lange mit der Polizei unterwegs. Die Kinder wussten nicht, was passiert, waren sehr aufgedreht. Ich zeig dir mal unser Spielzimmer. Mhm. Wir haben jedes Jahr mindestens genauso viele Kinder wie Frauen im Frauenhaus. Und du hast gesagt, Frau kam auch mit Kindern. Wie viele Kinder? Genau, Frau hat drei Kinder. Sie wussten erstmal ja nicht, was ist das hier für ein Ort? Was machen sie hier? Warum sind sie hier? Was haben die Kinder geantwortet, warum sie hier sind? Ja, weil Papa böse war, sind wir hier. Und weil der, also auch weil er ein Arschloch ist. Was antwortest du, wenn das Kind sagt, naja,
ich bin hier, weil mein Papa ein Arschloch ist. Ja, also ich versuche dann schon auch ehrlich mit dem Kind zu sprechen, ne? Und versuche auch deutlich zu machen, dass wir das auch sehen, dass der Papa böse Sachen gemacht hat und dass sie deshalb hier sind. Ne? Wie bist du auf den Job gekommen? Ich bin Sozialarbeiterin und dann hat das sich hier gerade angeboten, dass die Stelle frei war. Und da habe ich das sehr gerne auch übernommen, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt. Das ist hübsch. Genau, hier ist unser Hof. Viele Frauen, die zu uns kommen, da ist am Anfang nicht so ganz klar, wie ist die Sicherheitslage. Hier können sie auch draußen sein, ohne dass sie jetzt gleich in die Öffentlichkeit müssen. Kannst du sagen, was so der krasseste Fall war, der dir je begegnet ist? Wenn so Abhängigkeiten dann bei der Frau auch sind. Ja? Also sie hat schwere Gewalt erlebt, sie wurde massiv zusammengeschlagen, muss aber aus finanzieller Abhängigkeit, manchmal auch aus aufenthaltsrechtlicher Abhängigkeit, hat sie das Gefühl, ich kann jetzt nicht anders als zurückzugehen. Das ist manchmal sehr schwer. Wenn du so einen Fall hast von einer Frau, die dann wieder zurückgehen muss in diese schrecklichen Verhältnisse, und du kannst nichts tun, dir sind die Hände gebunden. Wir versuchen uns klar zu machen, okay, wir haben der Frau hier ein Hilfsangebot aufgezeigt. Das ist die Möglichkeit, die sie hat. Sie kann jederzeit wiederkommen, wenn sie sich dafür entscheidet. Aber ja, es ist trotzdem manchmal schwer. Also ich merke, man braucht für diesen Job wirklich einen gewissen Abstand und darf die Geschichten nicht zu nah an sich ranlassen, sagt Madeleine ja auch, weil sonst macht man den Job nicht lange. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was uns Frau erzählt. Würdest du sagen, deine Sicht auf Männer hat sich durch deine Arbeit verändert? Wenn ich von Freundinnen höre, wie Beziehungen ablaufen und wenn es da Konflikte gibt, dann bin ich schon, glaube ich, recht hellhörig. So, gehen wir mal in die Küche. Genau, hier war auch schon Frau. Hi, ich bin die Hanna. Hallo. Freut mich. Darf ich du sagen? Ja. Okay. Hallo. Wie geht's dir? Ja, soweit. Ganz gut. Also, wir dürfen ja heute wieder nach Hause. Wie war das, als du hier angekommen bist? Man war dann halt auch so aufgeregt gewesen von dem Tag her schon. Die Kinder mit Polizei abgeholt von Kindergarten und Schule. Aber wir waren dann auf der einen Seite trotzdem erstmal richtig entspannt gewesen, wo wir dann hier waren. Ja, dass wir dann auch erstmal wohl schlafen könnten. Darf ich fragen, was passiert ist, dass du hierher gekommen bist? Ja, der Partner halt immer eifersüchtig. Und ja, das mit der Eifersucht ging aber schon über Jahre und so. Ja, hat er dann auch keine Rücksicht genommen, wo ich den Kleinen auf dem Arm hatte. Ja, wollte mir halt aus dem Arm reißen und so. Und hat mich dann auch geschubst, wo ich ihn auf dem Arm hatte und so. Er ist handgreiflich dir gegenüber geworden? Mhm, auch. Ja. Was hat er gemacht? Der hat mich geschlagen und ja. Und dann sollte er dann halt die Wohnung verlassen und dann hatte der dann halt eine Nachricht halt geschrieben gehabt, dass er dann halt sich was antun will und so und auch mit einer Waffe und so. Und das passiert wahrscheinlich auch, kommt wahrscheinlich auch häufig vor, oder? Das ist richtig, ja. Es ist ja auch ein Druckmittel, so ein Stück weit. Man weiß dann eben nicht, was, also das Thema erweiterter Suizid ist natürlich, steht dann irgendwo im Raum, ne? Und die Ängste bestehen. Dass er nicht nur sich selber was antut, sondern auch den Kindern vielleicht oder Frau selber. Was hat dich denn dann schlussendlich dazu gebracht, zur Polizei zu gehen? In erster Linie halt für die Kinder, weil was wäre, wenn er es wirklich durchgezogen hätte? Und ich das als leere Drohung gesehen hätte, wäre mit den Kindern heim. Was hätten die Kinder dann vorgefunden? Und wie lange wart ihr zusammen oder seid ihr zusammen? Also wir haben zwei gemeinsame Kinder, das sind die Jungs. Und wir waren zwischenzeitlich getrennt gewesen. Und jetzt aktuell waren wir ca. 3 Jahre. War der Trennungsgrund auch, dass er damals handgreiflich geworden ist? Oder was war da der Grund? Ja, auch. Deswegen hatte ich hier diese eine Narbe. Und halt auch wegen Drogen, Alkohol. Und seid ihr noch zusammen? Nee. Jetzt hast du dich auch endgültig getrennt? Ja. Und kannst du dir vorstellen, dass du wieder mit ihm zusammenkommst? Dass er sich Schutz verändert? Der Kinder weniger. Okay. Also klar, die Hoffnung stirbt irgendwo zuletzt, dass er sich ändert oder so, aber beziehungsmäßig. Mm-mm. Hat er auch mal die Kinder körperlich angegriffen? Nee. Okay. Du hattest mir schon erzählt, dass dein Ex-Partner auch eine Vorgeschichte hatte. Wie gefährlich schätzt du ihn ein? Jetzt von seinem psychischen Punkt her eigentlich weniger gefährlich, aber sagen wir
unberechenbar. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das war jetzt der richtige Weg, hierher zu kommen? Das war jetzt definitiv der richtige. Zumal mein Großer ja auch sehr drunter leiden tut. Und ich es den Kleinen ersparen will, dass er das alles dann auch durchmacht. Was hat er mitbekommen? Na, die Streitereien, wo er mich geschubst hatte, wo ich den Kleinen auf dem Arm hatte. Mein Sohn war sogar so weit gewesen, dass er sogar auf seinen Vater drauf wollte, um mich zu beschützen. Heute geht es ja nach Hause für euch. Darf ich noch beim Packen helfen? Kann ich irgendwie noch unterstützen? Beim Tragen. Ja? Okay. Dann zusammengepackt haben wir jetzt am Wochenende schon alles. Habt ihr schon mal Gewalt in einer Partnerschaft erlebt? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ihr habt jetzt 2 Wochen lang gewohnt. Ja. Und wie fühlt es sich jetzt an, wieder nach Hause zu gehen? Das ist halt aufregend. Ja, wo ist dein Ex jetzt? Der ist gerade noch in einem Klinikum. Dann mal gucken, wo er dann hingeht. Wenn er rauskommt, dann könnte er wieder Kontakt aufnehmen? Oder hast du da gar keine Angst davor? Könnte, darf aber nicht. Deswegen Gewaltschutzantrag bei Gericht beantragt. Und war das für dich erstmal aber schwierig, diesen Schritt zu machen? Weil das bedeutet ja auch, dass er seine Kinder nicht mehr sehen kann. War schon erstmal schwer. Aber dadurch, weil wir ihn alle Anfangszeit nicht einschätzen können, ist das auch irgendwo die richtige Entscheidung. Und weißt du noch, wie das Gefühl, wie das war? Erstmal aus zu Hause raus zu müssen? Hektisch halt. Von dem Gefühl her ist es quasi so, wie als ob irgendwo im Haus ein Feuer ausbricht und du ganz wenig Zeit hast, rauszugehen. Dann musst du dann ganz, ganz schnell überlegen, hast du alles, hast du nicht alles? Oder hast du zumindest erstmal das Wichtigste? Wie kommt ihr heute nach Hause? Wir werden abgeholt. Die Familie kommt mit 2 Autos. Hast du denn auch ein sicheres Gefühl, wenn es heute nach Hause geht? Ja. Also wieder die alte Wohnung, in der ihr ja auch zusammengelebt habt, du und dein Ex? Ja, eigentlich schon, da wir Schlösser getauscht haben. Hast du denn trotzdem aber ein bisschen Angst, dass dein Ex dann doch nochmal bei euch zu Hause auftauchen könnte? Ja, die Angst ist schon irgendwo noch mit da. Ja, da brauche ich nur einen Anruf zu machen und dann kommt die Polizei auch, die weiß auch Bescheid. And I am good. Einerseits freuen die sich jetzt auch nach Hause zu gehen, andererseits hat sie auch gesagt, sie hat Angst, dass der Partner dort auftaucht. Ja, irgendwie ein mulmiges Gefühl im Magen jetzt. Ich helfe dir. Einfach alles abziehen, oder? Einfach alles abziehen. Okay, sehr gut. Ist es für dich ganz klar, dass deine Kinder ihren Vater jetzt nicht mehr sehen werden? Ja. Da gibt es auch keine Ausnahme. Es sei denn halt Jugendamt oder Gericht sagt, okay, hier machen wir jetzt so und so Umgang. Was würdest du denn Frauen in deiner Situation oder einer ähnlichen Situation raten? Auf jeden Fall den Schritt zu gehen, den zu wagen. Ich will auch nicht sagen, dass kein Mensch sich irgendwo ändern kann. Aber bei manchen Menschen ist es so, die werden sich nicht ändern. Da wird es immer schlimmer. Was wünschst du dir für eure Zukunft? Dass es jetzt auf jeden Fall bergauf geht. Die Kinder ihren geregelten Tagesablauf wieder haben. Und dass wir einfach alle als Familie irgendwo ein bisschen zur Ruhe kommen. Die Kinder sind so süß. Schon aufregend, oder? Ich meine, vor 2 Wochen hast du irgendwie dein altes Leben zurückgelassen. Jetzt geht's in ein neues Leben. Oder? Fühlt sich, also ist ja auch so. Eine neue Herausforderung. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Die Nummer haben Sie. Und ich würde mich freuen, auch wenn alles gut läuft, nochmal von Ihnen zu hören, wie es so geht. Tschüss. Wie ist es jetzt für dich, sie gehen zu sehen? Sie geht im Guten, sie geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, wie es in dem Fall weitergeht und ob sie nicht mit ihrem Ex-Partner noch mal Probleme haben wird. Ne? Und deswegen ist da immer so ein, ja, vielleicht sieht man sich noch mal wieder. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass wir dabei sind. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich fand das jetzt schon noch mal auch schockierend zu hören, wie das ist, wenn Kinder bei häuslicher Gewalt involviert sind. Und hier sind sie auf jeden Fall in einem geschützten Raum gewesen, sie und ihre Kinder.
aber eben auch nur für sehr kurze Zeit. Und jetzt geht es wieder ins alte Zuhause. Ich wünsche Ihnen einfach das Allerbeste für die Zukunft und ich wünsche Ihnen, dass Ihr Partner und der Vater Ihrer Kinder nie wieder eine Gefahr für Sie darstellt. Ich kann euch sehr empfehlen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann gibt es nämlich jeden Mittwoch um 15 Uhr ein neues Video von uns. Und eingangs hatte ich euch ja von Annika erzählt. Ihre ganze Geschichte findet ihr hier. Und unsere Kolleginnen von Represent haben sich angeschaut, warum es nicht genug Frauenhäuser in Deutschland gibt. Zu dem Video gelangt ihr hier.